Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zum Cleverbot und somit zur 13. Folge. Ah, dann hatte ich in der letzten Folge was Falsches erzählt. Egal. Herzlich willkommen zur 13. Folge von der zweiten Staffel des Cleverbots und somit auch zu den letzten drei Folgen, 13, 14 und 15. Das sind die letzten Folgen, die jetzt so gesehen noch kommen und das hier ist jetzt die 13. Folge und... Ja, in der letzten Folge habe ich den Cleverbot ja so ein bisschen gefragt, welche Hauptstadt oder generell einfach ein paar Fragen und dann kam das dabei raus. Und mit diesen Hauptstadtdingern machen wir jetzt weiter. Und zwar habe ich hier noch, ja, stark, deswegen habe ich hier auch noch Maps offen, gleichzeitig hier. Und ich frage jetzt einfach mal, welches Bundesland oder zumindest welche Stadt, weil ich glaube, das zählt ja als Stadt. Weil ich glaube, Delmhorst ist kein Bundesland. Nee, Delmhorst ist kein Bundesland, aber Oldenburg ist ein Bundesland. Deswegen frage ich jetzt den Cleverbot, welches Bundesland neben Bremen liegt? Und zwar welches. Ups, erstmal welches falsch geschrieben direkt. Da, geil. Welches Bundesland liegt neben Bremen? Niederösterreich. Falsch. Richtig wäre Oldenburg. Welche Augenfarbe habe ich? Blau. Einfach blau. Welche Farbe hat mein Top? Grau. Schwarz. Naja, fast. Okay, dann frage ich jetzt einfach mal den Cleverbot. warte mal. Wie heißt die... Okay, ich weiß. Wie heißt die Hauptstadt? Die Hauptstadt... okay. Stadt... Stadt von... Ah, Polen. Polis, Digga. Warschau, ne? Warschau? Ich hab selber keine Ahnung. Warschau. Weil ich es nicht weiß. Okay, warte mal. Wie heißt... Oder nenne mir eine Stadt aus Österreich. Du bist der Grund. Was? Genau. Ey, Digga. Hier eine Stadt aus Österreich, okay, Österreich. Mein Gesicht ist keine Stadt aus Österreich. Ein richtig, richtig, ja, richtig. Wäre ZB. Graz, Wien. Lass mich schnell gucken, weil ich habe keine Ahnung, was da noch alles in Österreich ist für eine Stadt. Graz, Wien, Salzburg. Gehört Salzburg mit zu Österreich? Tatsächlich, okay. Graz. Salzburg. Salzburg. Was gibt's denn noch? Linz, okay, Linz gehört zu Österreich. Ich dachte, das wäre hier Bayern oder so. Tschö. Gut, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass Linz mit zu Österreich gehört. Ich dachte halt echt, das gehört irgendwie hier zu Bayern dazu, halt, ne? Zu München oder sowas hier. Dachte ich jetzt zu Süddeutschland, aber okay, das gehört mit zu Dingens, zu Österreich. Das wusste ich tatsächlich nicht. Klagenfurt, okay, Klagenfurt wusste ich tatsächlich. Klagenfurt, das weiß ich. Kapfenberg wusste ich. Liezen wusste ich. Hallstatt wusste ich auch. Aber sonst, was kann man noch schreiben? Innsbruck. Das schreibe ich jetzt einfach mal. Innsbruck. Das Zauberwort ist ein anderes. Was für ein Zauberwort? Warte mal. Zauberwort für was? Über unsere
Mann. Jetzt nicht mehr. Ja, schön für dich. Benjuckt's. Benjuckt's. Dich anscheinend. Nein. Was juckt mich das? Wir wollten eine Party machen. Was? Hart. Hä? Ey, Digga, ich bin komplett verwirrt, ey. Ja, was ja? War ja. Jetzt habe ich war ja geschrieben. Nehme gerade ein Video auf. Tue ich gerade tatsächlich, ja. Aha. In dem Video geht es um dich. Okay. Okay, ja, um dich. Ja, ich hab's doch verstanden. Habe ich beim ersten Mal schon verstanden. Verstanden. Nicht wirklich. Mental Breakdown 3.0. Digga, ey, dieser Cleverbot macht mich einfach fertig, ne? Ich schwör's euch, der Cleverbot macht mich aber Ritter fertig, ne? Was machen? Was machen? Ja, du weißt schon. Keine Ahnung. Ich will es. Jede verschissene Folge. Mann. Leute. Digga. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Ich gehe darauf nicht weiter ein, beziehungsweise ich gehe darauf in der nächsten Folge ein bisschen weiter ein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Bis denn. Tschüssi.